Beide Mannschaften stellen sich also auch in der 23er Ausgabe vor. Und wir sind gespannt auf die ersten Eindrücke, die wir gewinnen hier bei unserem Samstags-Speed-Dating in Lübeck. Hamburger in den bekannten roten Hosen und weißen Trikots von rechts nach links. Königsblau. Dagegen. In Sachen Turnierhistorie. Die Schalker einen klaren Vorteil, Nachteil gegenüber dem HSV. 17 Teilnahmen, einmal im Endspiel. 2010. Die Hamburger bei 19 Teilnahmen schon dreimal im Endspiel. Zweimal erfolgreich. 2009 und 2014. 2014, wer den Cup hier entweder in der Halle oder an dem Bildschirm regelmäßig verfolgt, wird sich noch an Mats Köhlert erinnern. Den Topscorer aus dem Jahr 2014, den Garanten damals für den Turniersieg des HSV, mittlerweile Profi beim SC Heerenveen in den Niederlanden. Jetzt haben wir aber die Profis von morgen mit der ersten Halbgelegenheit für Schalke. Und der Abschluss durch Ahmet Öztürk. Pfeifen von Noah Ahlers. So, was ich nicht gesagt habe, rote Karte ist Ausschluss. Für das ganze Turnier. Hier das Foulspiel gut zu sehen. Nahaufnahme gerade passig da. David Jackson im zweiten Turniereinsatz von Eintracht von Heide. Ja, klar zu sehen, der Kontakt und das Foul. Freistoß, Entscheidung korrekt. Hamburgs Abdul Karim Koulibaly, der Kapitän heute am Ball. Abschlussversuch. Und dann der erste Treffer der Partie. Und zwar durch den angesprochenen Koulibaly. Mit dem 1:0. Hier sehen wir es nochmal. Ballgewinn. Hellwach gewesen. Kein Foulspiel, rein Körpereinsatz. Und dann ins lange Eck aus ganz spitzem Winkel. Toller Treffer. Für die Hamburger, die eine enttäuschende Saison spielen. Hier sehen wir übrigens im Hintergrund Kaugummi Count, den Trainer vom HSV, Bastian Reinhardt. Der dürfte allen, die die Bundesliga in irgendeiner Form verfolgen, ziemlich bekannt sein. 166 Bundesligaspiele, 123 Zweitligaspiele. Bastian Reinhardt, einer ganz wenigen Trainer, der im Übrigen auch schon 2020 dabei war. Insgesamt seit 1.7.2017 bei den Hanseaten an der Linie. Viermal übrigens Champions League gespielt. Alle HSV-Fans weghören. Wie aus einer anderen Welt für den Hamburger Sportverein. Champions League. Dieses Turnier wird, das kann man übrigens an einer Geschichte langsam fühlen. Tim Hoogland, mittlerweile Co-Trainer der U19 auf Schalke, hat 2001 selber im Privy Cup gespielt. Also 16 Jahre gespielt, dann Profi geworden und jetzt in einem Alter, wo er Trainer ist, ist selber also Trainer in der Knappenschmiede, in der Jugendakademie vom FC Schalke 04. Zeigt, wie die Historie wächst. Vor 10 Jahren noch undenkbar, dass ein ehemaliger Spieler des Turniers mittlerweile Jugendtrainer ist.
das Turnier wird alt und bleibt trotzdem jung, wie wir hier sehen. Schussversuch hier aus vollem Lauf. Romeo Blikic, Hamburger Blamme, das nochmal Blikic. Spitzer Winkel, Versuch über die Bande. So, Kontermöglichkeit für die Schalker. Schöne Mitnahme. Stark gemacht. Kommt dann nicht ganz in den Abschluss, weil Hamburgs Marcel Niklas Zim ganz, ganz intensiv verteidigt. Trotzdem gute Aktion durch Schalkes Alan Takucu. Schalker Tabellen, Vierter in der Westfalenliga. 9 Punkte hinter Tabellenführer Bochum. 1 Punkt hinter Dortmund. Die Derby-Bilanz der Schalker bisher auch nicht zufriedenstellend. In der Saison gab es ein 2-2 gegen den VfL Bochum und eine bittere 1-2 Niederlage gegen Borussia Dortmund. Ball abgefälscht, Eckball für Königsblau. Nächster Abschlussversuch, sehr auffällig hier bisher, Alan Takucu, die Nummer 9 bei Schalke 04. Knapp mit mehr Ballbesitz bisher in dieser Spielphase, ohne wirklich zwingend zu werden. So, Abschlussversuch der Hamburger. Im zweiten Versuch eine starke Parade von Luis Bricio im Tor. Dahmann eingeblendet. Wichtig. Seine Parade. Netter Versuch. Jonas Hartig. So, trotzdem die Hamburger am Ball. Hartig. Schon sicher. Schalke mit dem nächsten Anlauf. Rustikal geklärt durch Noah Alas. Da übrigens rechts Bastian Reinhardt. Für Hannover 96, Arminia Bielefeld und von 2003 bis 2010 für den Hamburger Sportverein aktiv. Knallharter Verteidiger. Heute engagierter Jugendtrainer. Einer von vielen Ex-Profis, die wir auch hier in Lübeck gesehen haben. Jetzt noch mal eine konkrete Chance für die Schalker. Das ist bisher überlegen, aber nicht gute Zielstrebig. Hamburg verteidigt, sehr konzentriert. Starke Aktion hier gerade von Arnaud Riedel, Nummer 10 beim Hamburger Sportverein. So, jetzt mal vielleicht die Situation, aber wieder klasse verteidigt auch von Koulibaly. Der auch den Freistoß zugesprochen bekommt. So, Koulibaly mit dem tiefen Ball wieder abgefangen. Und dann ist der nächste da. Prinz Kasi für die Hansea. Schussversuch, Abpraller. Nicht beim HSV. So, 3 Minuten noch. Schalke kommt nicht so richtig in die Abschlüsse. Kein Foul hier an Jonas Hartig. Blockwechsel bei den Hansea.
deutlich weniger Torraumszenen hier in dieser Partie. Schluss geblockt. Ibenesa Adossi. Wieder Noah Alas mit dem Ball. Hamburg 2 Minuten vor dem Ende. Vielleicht mit der Möglichkeit. Viel über Einzelaktionen, deutlich weniger Kombinationsspiele als in anderen Spielen. Das Spiel lebt noch von Fehlern des Einzelnen. Abschlussversuch hier durch Vincent Karus. Schalke 04. So, nächster Aufbau, nächster Versuch. Abschluss ungefährlich. Jonas Skorecki. Entscheidet auf Freistoß für Königsblau. So, jetzt wird der Ball rausgespielt. Abschlussversuch über die Bande. Wieder ein Hamburger Bein dazwischen. Adossi klärt. Ball wieder geblockt. Yasin Rosani wollte sich da durchsetzen. Weg und deswegen Ballbesitz HSV. 1 Minute vor Ende der Partie. Wieder Foul an Rosani. So, bleibt es hier bei einem knappen Sieg für Hamburg oder kann Königsblau nochmal ausgleichen? Ball muss eingeschossen, darf nicht eingerollt werden. Deswegen. Nächster Versuch. So. Hat die Partie noch was für uns parat? Vom Hocker gehauen hat sie uns noch nicht zwingend, aber sie hat eine letzte Pointe. Durch Ahmet Öztürk für Königsblau. 1-1. Klasse quer gespielt, hier wunderbar weitergeleitet der Ball. Durch Luca Toni Schröer und Ahmet Öztürk vollendet. Zum Ausgleich, der nicht unverdient ist. So, kommen jetzt die Schalker hier, last minute nochmal ganz zurück mit dem Sieg. Nein, wichtige Parade von Noah Alas. Als hätten die 11 Minuten 30 sich zurückgehalten und sind jetzt dabei. Nächster Abschlussversuch durch Ben Weber für Königsblau. Also die machen nochmal richtig Druck, richtig Feuer hier, 10 Sekunden vor Ende. Können jetzt die Hamburger nochmal wiederkommen. Also alle, die uns hier so ein bisschen weggeschlummert sind in dieser Partie, dürfen jetzt wieder wach sein. In dieser Endphase der Partie. Letzter Schussversuch, geht weit über das Tor. Ahmet Öztürk hätte hier zum absoluten Matchwinner werden können. 3 Sekunden noch, das dürfte es gewesen sein, das ist es gewesen. Also, unentschieden. Schalke 04, der Hamburger Sportverein, trennen sich 1-1 unentschieden. Wir sind gleich wieder da.